Als Startup oder Gründer wirst du häufig vor der Voraussetzung stehen, dass du deine Idee pitchen musst. Pitchen vor Investoren, pitchen vor potenziellen Geschäftspartnern, pitchen vor der Bank oder was auch immer. Und in diesem Video werde ich dir erklären, worauf es bei einem guten Pitch wirklich ankommt. Das Wichtigste bei einem Pitch ist ja erstmal, du musst dir Gedanken machen, vor wem pitche ich hier überhaupt? Wer ist derjenige, der da sitzt? Du wirst jetzt vielleicht sagen, ist doch völlig egal, mein Pitch ist immer gleich. Nein, definitiv nicht. Weil wenn du zum Beispiel vor Investoren pitchst, wird es darum gehen, wie du deine Idee darstellen kannst, dass deine Idee wirklich etwas hermacht, dass man den Eindruck hat, dass ein Investment in diese Idee wirklich lohnend ist. Währenddessen du vielleicht, wenn du vor Geschäftspartnern oder Kooperationspartnern pitchst, da wird es vielleicht um was ganz anderes gehen. Da wird es vielleicht darum gehen, wo sind die Ansatzpunkte einer potenziellen Zusammenarbeit. Das heißt, das allererste, was du immer tun solltest, ist, informier dich darüber, wer ist derjenige, der dort sitzt, vor dem du deine Idee letztendlich pitchst. Und das ist Arbeit, sich zu informieren, aber auch wenn du bei einem Wettbewerb machst und bei einem Gründerwettbewerb deine Idee pitchst, solltest du vorher wissen, okay, wer sind die Investoren? Warum ist das noch wichtig? Weil wenn du dich damit auseinandersetzt, dann weißt du ja auch, okay, da sitzen jetzt, was weiß ich, 4 Investoren oder 4 Jurymitglieder, was auch immer. Und jeder von denen hat ja vielleicht schon mal in eine bestimmte Idee investiert. Und jeder von denen macht ja auch irgendwas Eigenes. Und wenn du diese Dinge weißt, dann hast du auch Ansatzpunkte. Oder wenn du ein Produkt machst, was sich zum Beispiel an Kinder und Jugendliche richtet, und du weißt, einer, der da sitzt, hat Kinder und Jugendliche, dann kannst du doch genau mit dieser Information sozusagen spielen. Und du weißt natürlich dann auch, was ist der Wissensstand, den diese Jury letztendlich hat. Und auch das finde ich sehr, sehr hilfreich. Das heißt, mein erster sehr, sehr wichtiger Tipp ist, informier dich darüber, wer bei dir in der Jury sitzt. Informier dich darüber, wer den Pitch nachher bewertet. Was mich direkt zu Punkt Nummer 2 bringt. Wie wird der Pitch bewertet? Das heißt, wenn du zum Beispiel vor einer Jury pitchst, dann gibt es ja solche Wettbewerbe, wo du dann nachher einen Preis gewinnen kannst oder was auch immer. Und dazu solltest du natürlich wissen, was wird da letztendlich überhaupt bewertet. Und das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Es kann die Art deiner Präsentation bewertet werden. Es kann aber genauso gut der Inhalt bewertet werden. Es kann auch deine Idee, dein Produkt bewertet werden. Es kann auch eine Bewertung für dich als Gründer geben. Das heißt, der zweite wichtige Punkt ist, versuche vorher herauszufinden, nachzufragen, was sind die Kriterien, nach denen mein Pitch letztendlich nachher bewertet wird. Dritter Punkt. Du solltest dir ja überlegen, welches Ziel verfolge ich denn mit dem Pitch, den ich da letztendlich halte. Also möchte ich diejenigen davon überzeugen, nachher bei mir sehr gut anzukreuzen? Möchte ich diejenigen davon überzeugen, in meine Idee zu investieren? Oder was ist das, was ich letztendlich in den Vordergrund stelle? Was ist das Ziel, was ich mit meinem Pitch verfolge? Gerade wenn es nicht um Jurywettbewerbe geht und du pitchst deine Idee zum Beispiel in einem Gespräch mit mir. Was ist das Ziel, was du da verfolgst? Weil du wirst ja in einem ersten Kontakt mit mir nicht direkt von mir ein Investment bekommen. Sondern vielleicht ist dein Ziel dann erstmal meine Kontaktdaten zu bekommen. Vielleicht ist dein Ziel, einen persönlichen Termin zu bekommen oder ähnliche Geschichten. Das heißt, du solltest hingehen und dir ganz genau überlegen, was ist das Ziel, was du mit deinem Pitch letztendlich verfolgst. 2, 3 andere Informationen. Länge des Pitches kann sehr unterschiedlich sein. Es gibt Pitch-Wettbewerbe, der Klassiker, 5 bis 7 Minuten. Es gibt Pitch-Wettbewerbe, da pitchst du 15 Minuten und es gibt solche, da pitchst du 30 Minuten. Wenn du aber zum Beispiel mit mir in einem persönlichen Gespräch bist und du sprichst mich an und sagst, hey Felix, hast du mal gerade kurz Zeit, ich habe eine coole Idee, ich würde dir gerne davon erzählen, dann werde ich manchmal auch keine 5 Minuten Zeit haben, sondern nur 1 Minute. Das heißt, was ich immer empfehle, ist, einen Mini-Pitch zu haben. Einen kleinen, kurzen Pitch. Beispiel. Mein Name ist Felix Tonnesen, ich bin Gründungsberater und Unternehmensberater und habe mich auf das Thema Startups spezialisiert. Startups bei ihrem Aufbau des Unternehmens zu unterstützen, sei es im Bereich Marketing, Finanzierung oder auch Ideenentwicklung. Ich habe 2 Bücher zu dem Bereich geschrieben, ich habe viele Jahre die Gründer bei der Höhle der Löwen unterstützt und ich würde gerne auch dich bei deinem Startup unterstützen. Nur als Beispiel mal eben runtergesprochen, hier steht kein Screen, wo ich das jetzt ablese, aber damit du so eine Vorstellung davon bekommst, wie so ein kleiner Mini-Pitch aussehen kann. Das heißt, lern den für Veranstaltungen, zu denen du gehst, damit du dann in einem 1:1 Gespräch überzeugen kannst. Ansonsten ist es auch beim Pitchen extrem wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, wie präsentiere ich das Ganze. Und ganz häufig merke ich bei Pitches, dass es zu sehr einen Fokus gibt, der auf das Produkt und die Idee geht und viel zu wenig auf die Art, wie ich das präsentiere. Und die Art, wie ich das präsentiere, ist meistens viel, viel wichtiger. Dabei gibt es ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen, mit denen du dich auseinandersetzen solltest. Das sind ganz simple Sachen, von denen du schon oft gehört hast. Das sind Sachen wie Gestik,
Ja? Das sind Sachen wie Mimik, ja? Die in deinem Gesicht sich sozusagen abspielen. Ich sehe manchmal Pitches, da stehen Leute, wir haben eine hochtechnologisierte, patentierte Produktion entwickelt, die Folgendes kann. Wo ich immer denke, hey, hör mal, was ist das? Warum stellst du das so dar? Ja? Also zum Beispiel zu lachen, ja? Seine Arme zu benutzen, aber auch mal darüber nachzudenken, wie kann so ein Pitch anders sein? Wie kann so ein Pitch anders aufgebaut sein? Was kannst du da noch machen, damit du dich von anderen, die ihre Idee pitchen, unterscheidest? Ja? Macht es vielleicht Sinn, einen Stuhl mit auf die Bühne zu nehmen? Macht es vielleicht Sinn, am Anfang einen Witz zu erzählen? Macht es vielleicht Sinn, mit einer Frage zu starten? Gerade der Anfang und das Ende, das ist das, was ich als Keynote-Speaker als allererstes gelernt habe. Gerade der Anfang und das Ende sind extrem wichtig und runden dieses ganze Ding sozusagen ab, dass du in deinen Pitch so eine Art Storyline kriegst, dass jemand deiner Geschichte folgen kann. Ja, dass du dir überlegst, wo baue ich einen Hochpunkt ein und deinen Pitch nicht danach aufbaust, einfach zu sagen, so diese Folien ratter ich jetzt hintereinander weg. Ja, das ist extrem wichtig. Ich glaube, wenn du diese Sachen ein Stück weit verfolgst und berücksichtigst, dann kriegst du es hin, dieser Zielgruppe, die du vorher eruiert hast und diesen Bewertungskriterien, die du vorher sozusagen festgelegt hast, ein Stück weit näher zu kommen. Letztendlich ist es immer schwierig, sich damit auseinanderzusetzen, weil viele von euch werden vielleicht das allererste Mal ihre Idee pitchen. Und deswegen solltet ihr euch auch andere angucken. Lerne doch von anderen, die gepitcht haben. Du kannst dir Pitches im Internet bei YouTube anschauen, von anderen, die ihre Idee in irgendeiner Form vorgestellt haben und die das mal komplett anders gemacht haben, die das mit ganz anderen Dingen dargestellt haben, die das Publikum, ja, was da sitzt, sozusagen integriert haben. Vielleicht ist ja auch das Publikum das oder diejenigen, die nachher deinen Pitch bewerten sollen. Und auch hier kannst du überlegen, wie kriege ich da eine Interaktion hin? Stelle ich mal eine Frage? Stelle ich irgendwelche Sachen in den Vordergrund? Mache ich etwas anders? Du willst dich doch abheben von anderen. Und du hebst dich dann natürlich auch dadurch ab, wenn du deine Idee ein Stück weit anders präsentierst. Ich glaube, wenn du diese Dinge so ein Stück weit verfolgst, dann bekommst du es hin, einen Pitch zu machen, der im Kopf bleibt und mit dem du vielleicht auch deine Jury überzeugen kannst.